Willkommen zu meinem Freitagsvideo. Mein Mittwochsvideo kann ich nur empfehlen. Das ist diese Woche richtig gut geworden, glaube ich zumindest. Und ja, deswegen mache ich das Freitagsvideo auch etwas kürzer und empfehle euch, falls ihr irgendwas mit mehr Themen, mehr Inhalt haben möchtet, einfach das Mittwochsvideo. Gut, heute ist Freitag. Und gestern war Vatertag, wobei wir keinen sehr ruhigen Vatertag hatten. Bei uns zu Hause gab es die Ultradiskussion. Und ja, der Grund dafür war, ich habe meiner Mom gesagt, dass ich eine bestimmte Art von Feuchttüchchen brauche, weil die eben weicher sind als andere. Und wir haben die habe ich dann eben aus den Augen verloren und dann sind sie halt ausgegangen und ja, dann hatte ich halt keine. Und dann war meine Mom so nett und ist losgefahren und hat eben geguckt, ob es da welche gibt in der Apotheke oder so. Und sie war auch in mehreren Apotheken und die einzige Antwort, die sie bekommen hat, war, dass es da gab es solche Feuchttücher, da ist eine Creme drauf. Und ja, also so richtig Creme und da habe ich dann so gedacht, ich weiß ja nicht, die könnten ja brennen oder sowas. Die kannte ich davor noch gar nicht. Und die sind übrigens gar nicht so weich, wie die Apothekerin gesagt hat. Die sind okay, aber die sind jetzt nicht unbedingt weich. Aber das Gute ist, davon kriegt man echt gute Haut. Also ich muss sagen, wie es ist, kann mich nicht beschweren, ich bin begeistert. Meine Haut fühlt sich seitdem sehr viel weicher an. gut. Ja, aber auf jeden Fall hat meine Mom dann, ist sie nach Hause gekommen, etwas ärgerlich und hat zu mir gesagt, also es sei ja wohl wirklich komisch, dass es kaum weiche Produkte gibt. So, genau da fängt jetzt unser Thema an, nämlich weiche Produkte. Warum gibt es eigentlich so wenig weiche Produkte oder Produkte, die für mich als Asperger gut sind oder mir nicht schaden, mir nicht wehtun oder wo man nicht in Anführungszeichen davon total besoffen wird. das Thema besoffen kommt mir gerade, weil ich habe dieses Zeug, das heißt Bug-Transpray und immer wenn ich das sprühe, was ich gerade vorher gemacht habe, bin ich ein bisschen angetüdelt, weil da ist ein ganz klein bisschen Alkohol drin, aber ich sag's euch, jedes Mal, wenn ich vor diesem Teil davor stehe, ich halte es wirklich immer so weg und trotzdem, ich sag's euch, trotzdem kriegt man davon jedes Mal so ein und ja, das finde ich irgendwie immer komisch, aber das hat jetzt eigentlich gar nicht mit dem Thema zu tun, sondern es gibt so wenige Sachen, die wirklich weich sind, die wirklich so gut für die Haut sind, die keine Zusätze haben, wo man sich so denken muss, also ich bin ja jemand, mir hilft am meisten, ich schaue meistens in der Babyabteilung, weil da denke ich immer, da sind die wenigsten Zusatzstoffe drin, da ist wirklich wenig so Chemie dran und sowas, weil ich dann immer zumindest die Hoffnung habe, dass wenn man... Oh, entschuldigt, warte. Tut mir leid, dass bei Babys zumindest drauf geachtet wird. Weil ich habe so viele Sachen, wo ich mir dann bei erwachsenen Sachen denke, oh Gott, nein. Ja, es gibt so Cremen, da sind Sachen drin wie Aluminium oder irgendwelche oder Peroxid, wo ich mir dann denke, so, Leute, das Zeug ist total, wenn man das mal so überlegt, das ist eigentlich voll die Chemie. Also das kann teilweise Sachen wegätzen, wenn es zu wenig verdünnt wird. Oder wo ich mir dann so von den Gedanken denke, also warum tut man sowas in eine Creme rein? Oder warum muss das unbedingt jetzt da drin sein? Das ist ja jetzt nicht so, dass die Creme dadurch anders wird oder haltbarer. Einfach dieses, warum puncht man in alles noch irgendwas mit rein? Also, sowas wie, du kaufst eine Ringelblumencreme, weil du denkst, Ringelblume, das schadet ja überhaupt nichts, das ist ja voll Natur. Dann drehst du mal um und liest du die Inhaltsstoffe, dann liest du irgendwelche Chemie, noch eine Chemie, noch eine Chemie, noch eine Chemie, noch eine Chemie und oh, da ist ein kleines bisschen Ringelblume. Und dann frage ich mich dann, warum? Warum kann man nicht einfach die Ringelblume nehmen, daraus eine Creme machen, vielleicht ein bisschen Fett dazu oder ein bisschen
Urea, auch wenn es Kuhurin ist meistens. Tut mir leid, wenn da jetzt jemand noch nicht Bescheid wusste, aber in Urea-Creme ist meistens Kuhurin drin. Und ja, zumindest, aber was ich ehrlich gesagt schon besser finde, dass es Kuhurin ist und kein Menschenurin. Also da bin ich schon glücklich drüber. Und ich benutze Urea trotzdem sehr gerne, weil ich das sehr angenehm finde und weil es auch wirklich eine sehr weiche und schöne Haut macht. Und vor allem, ich bin ja jemand, ich habe da so einen Tick, wenn meine Füße rau werden, finde ich das furchtbar. Und Urea-Creme ist da echt prima, da kriegt man alles Raue wieder weg. Ja, aber warum muss in allem heutzutage noch irgendwas dabei sein? Es ist so, also jetzt mal, um ein Bild zu haben, so ein Gleichnis. Man geht ja auch nicht ins Restaurant und bestellt sich einen Salat und will dann dazu noch einen riesengroßen Klops, Butter drauf. Man will doch eigentlich nur den Salat. Also warum können wir nicht einfach den Salat haben, oder in meinem Fall, warum können wir nicht einfach eine Creme haben, ohne irgendwelche Zusatzstoffe, ohne irgendwelche Chemie, ohne irgendwelches Zeug, wo man sich dann Wochen später noch drüber nachdenken muss, ist das wirklich so gesund, was ich mir da gerade auf die Haut schmier? Also, ich bin natürlich jemand, ich nehme Veleda oder, was fällt mir jetzt noch gerade, ach, ich habe eine andere Firma noch im Kopf, die gibt es bei vielen Bio-Händlern. Aber mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein. Es tut mir leid. Ich werde den Namen, falls mir nachher wieder einfällt, in die Kommentare, in meine Infobox schreiben, versprochen. Aber jetzt gerade fällt er mir nicht ein. Oder ja, warum müssen wir immer die Chemie mitnehmen? Wieso können wir nicht einfach die Natur haben? Wieso muss immer alles mit der Chemie mitgepanscht werden? Ja. Und natürlich, und dadurch ist es natürlich auch so, dass viele Sachen eben nicht mehr so naturbelassen sind. Ich habe ja einmal Waschlappen, die sind aus Baumwolle und die sind top. Ich sag's euch, die sind echt top. Aber es gibt auch so viele Einmalwaschlappen, wo so ganz komisches Material haben, und die sind dann auch sackerau. Ich sag's, wie es ist, die sind so rau. Entschuldigt, wir haben gerade einen Anruf. Ich gehe jetzt aber nicht ran. Die sind so rau, dass du dir da teilweise denkst, ouch. Und da kommt dann einfach für mich die Frage, Baumwolle ist ja Natur und das andere Zeug ist ja keine Natur. Also warum muss man von der Natur sich so weit entfernen, nur um mehr produzieren können, mehr, anstelle etwas, was wirklich qualitativ gut ist. Weil eigentlich geht es doch nicht darum, viel zu produzieren in meinen Augen, sondern in meinen Augen geht es darum, etwas Gutes zu produzieren. Gut, das wollte ich jetzt einfach mal erzählen, einfach mal sagen, und ja, ich hoffe, dass euch mein Video gefallen hat. Ich mache heute noch einen Zitronenkuchen, wartet, ich habe sogar das Rezeptbuch zufälligerweise in der Nähe, war auch was für ein Zufall. Ist wirklich Zufall, weil ich gerade einen Teil abschreiben will. Jetzt habe ich gerade die falsche Seite auf, den da. Ich hoffe jetzt, dass man ihn sieht. Ich gehe noch ein bisschen höher. Ja, jetzt sieht man ihn. Gut. Dieses Teil will ich heute noch unbedingt mal machen. Und ich habe schon den Boden, habe ich schon vorbereitet. Der muss nachher nur noch backen. Und dann muss ich heute noch die Creme machen. Und ja, dann gibt es heute bei uns Zitronenkuchen. Und ja, das war das, was bei mir heute so los ist. Vielleicht gucke ich noch ein bisschen eine Doku oder irgend sowas. Vielleicht mache ich heute auch einen Spieleabend mit meinem Bruder und meinen Eltern. Mal sehen. Und ja, wir werden mal sehen, was heute noch so bei mir los ist. Und ja, das Video ist an dieser Stelle übrigens vorbei. Ihr könnt jetzt einfach wegschalten, weil jetzt kommt bloß noch mein übliches. Wenn ihr mögt, könnt ihr mir gerne einen Kommentar unten hinterlassen bei YouTube. Oder ihr könnt mir auch gerne auf Facebook oder auf Twitter schreiben, oder schreibt mir eine E-Mail an diebell.riedmeier@outlook.com. Alles werde ich euch trotzdem auch noch in der Infobox verlinken oder reinschreiben. Kommt drauf an, wie man es sagen soll oder sagen will. Und ja, dann sehen wir uns eigentlich auch schon wieder am nächsten Mittwoch. Also dann, bis Mittwoch. Tschüss!